Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Ich habe jetzt nicht dasselbe hingekriegt, aber ungefähr dasselbe. Und zwar, ich klemme jetzt die Schaltung nochmal an. Sehen, es leuchtet. Ein bisschen Frequenz sehe ich und mit dem Auge für euch ist es ein bisschen schlimmer. Und wir sind bei, naja, 24 Milli, 20 Milliampere plus minus 5. Ne? Da wollen wir uns nicht rumstreiten. Jetzt pass auf. Jetzt tun wir mal, das Labornetzteil drückt ja jetzt sozusagen, das ist jetzt erstmal unverständlich, aber mit 1,5 Volt gegen die Schaltung. Ja, ihr seht ja, es zieht 20 Milliampere, ne? So, also, ja. So, jetzt gehe ich einfach mal mit der Spannung vom Labornetzteil runter. Ach so! Wir sind jetzt übrigens im Mikroampere-Bereich. Hm. So. Da leuchtet's. Mikroampere. Minus. Und jetzt, hä? Jetzt machen wir mal einen Eingang ab. Das Labornetzteil. Null. Hm. Okay, Plus oder abmachen. Also hier ist jetzt das Labornetzteil. So, die Blinkfrequenz, wenn ich das von der Seite filme, kommt nicht ganz so. Ja gut. Ne, wenn ich jetzt kann ja jetzt nichts mehr hier drüber ziehen. Ihr seht ja, das Messgerät ist abgeklemmt, aber wenn ich das Messgerät wieder anklemme, was haben wir denn jetzt hier? 0,03. Jetzt klemmen wir mal an. Jetzt haben wir wieder das Minus, aber sind wir noch. Ist immer noch genauso hoch, ne? Ha, komisch. Zusatz bei meiner Wicklung mit 9 Mikroampere, wenn ich das Labornetz ausmache, geht er auf 1,5 Mikroampere, was uns Labornetz haut. Das teste ich jetzt nochmal mit der anderen Wicklung. So, selbe Test mit Wicklung 1. Schalten wir ab. Ah, geht auch. Okay, dann ist es einfach der Kondi, der da reinlädt. Ich krieg den Effekt nicht mehr hin, dass es so hin und her gebounced hat. Es war auf knapp so, dann hab ich den Kondi ran und dann hat es immer Plus und Minus, Plus und Minus. Falco hat es gesehen. Scheiße, ich krieg's nicht mehr hin. Mist.